Unser Gast, Cavador, hat wie ein Vöglein gesungen. Doch nicht buchstäblich. Glücklicherweise nicht. Cavador hatte den Auftrag, zwei Dinge zu liefern. Messingmasken. Diese seltsamen Masken von Karas Dienern. Und ein landwirtschaftliches Gerät namens Kultivator. Jeweils 30 Stück. Jeweils? Es besteht also ein Zusammenhang. Davon müssen wir ausgehen. Unglücklicherweise ist es uns nicht gelungen, eine Maske sicherzustellen. Hör zu, ich glaube, ich weiß, wie wir uns eine der Masken beschaffen können. Es gibt da einen Sammler namens Bram Gervasius, der sich für Masken und anderen Kopfschmuck interessiert. Als ich das letzte Mal in der verlorenen Stadt war, hatte der Kerl Unmengen von dem Zeug. Gervasius? Ich habe ihn beobachten lassen. Es scheint, als ob ihm die Mechanisten einige Angebote gemacht haben. Dreimal dürft ihr raten, wofür. Was wisst ihr über sein Haus? Gervasius plant eine Ausstellung. Er bringt seine Sammlung aus seiner Sommerresidenz hierher. Die Privatausstellung befindet sich im obersten Stockwerk. Dorthin gelangt man mit einem Aufzug, der von oben bedient wird. Die Sammlung ist fast hermetisch abgeriegelt. Fast? Man spricht darüber, dass es irgendwo einen Geheimgang gibt. Dummerweise wissen wir aber nicht, wo. Dann muss ich ihn eben finden. Sofort. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn die Masken ankommen. Karas hat sich in der Kathedrale der Mechanisten verkrochen und egal, was er dort macht. Ich fürchte, die Zeit wird knapp. Hallo Leute und herzlich willkommen in dem Level Nachforschungen. Unsere Ziele. Finden und öffnen Sie die Tür zur geheimen Treppe. Finden und lesen Sie den Briefwechsel zwischen den Mechanisten und Gervasius. Dieses Ziel ist allerdings optional. Erreichen Sie die Straßen vor dem Haus. Und jetzt kommt das absolut Schlimmste für mich. Niemand darf sie bemerken. Und das heißt auf gut Deutsch, dass ich niemanden töten darf, niemanden knüppeln darf, ich darf gar nichts. Und das finde ich sehr zum Kotzen. Dieses Level ist nicht unbedingt mein Lieblingslevel. Wie man sieht, da oben unschwer zu erkennen, dass da ein Geheimgang ist, aber da möchte ich noch nicht hin. Denn hier steht eine Wache, die gerne beklaut werden möchte. Überhaupt keine Pause. Dreh dich, guter Mann. Ja, nicht in diese Richtung, in die andere, bitte. Vielen Dank. Ha, und er hat mich nicht gesehen. So viel zum Thema, ich könnte das nicht. Ah, ich bin ja gerade richtig stolz. Ich habe den guten Mann beklaut und jetzt muss ich hier hoch. Das dürfte auch wieder eine Aktion geben, weil Garrett, ich und springen ist nie so eine gute Idee. Gut, du hast mich stolz gemacht, Garrett. Ich bin begeistert. Und ich bin drin. Ich fasse es ja nicht. Ich bin tatsächlich drin. Oh, das sieht aus wie eine Kapelle. Finde ich irgendwie gerade schön. Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Es macht mir Angst. Es macht Geräusche. Also ich würde ja schon fast sagen, dass das so ein Weihwasserbecken ist, aber es passiert nichts. Mal eben gucken. Nö. Also es ist kein Weihwasserbecken. Gut. Ist hier sonst was? Nö, ich befürchte nicht. Ach ja, wer möchte denn jetzt hier eine Predigt halten? Ich dachte gerade, da wäre ein Schalter auf der Bank. Seht ihr das? Da diese Textur. Das sieht ernsthaft so aus, als wäre das ein Schalter. Und da auch schon wieder da unten. Aber da liegt Gold. Hehehe. Ich mag diese Mission nicht, ich sag's ganz ehrlich. Oh Gott, ey, will ich hier hin oder will ich hier nicht hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Vor allem, ich sehe so viel. Hier ist ein Vorhang. Ja, die Vorhänge sind meistens Anzeichen für Geheimgänge, aber hier scheint keiner zu sein. Hier kann man sich einfach nur verstecken, wenn man das will. Da ist noch eine Tür. Da steht ein Bett. Aber kein Gold. Finde ich nicht nett. Aber diese Texturen hier machen mich wahnsinnig. Da sind manchmal Texturen, die sollten irgendwie nicht da sein, wo sie sind. Entschuldigung, ich musste gerade, ich habe gerade eben gegessen. Es tut mir jetzt gerade sehr leid, dass ich gerade rülpsen musste. Ja, hier ist jetzt nichts mehr. Da ist eine Tür. Oh Gott, ah, die Scheiße war das. Ja, ich erinnere mich. Was sagt denn unsere Karte? Ah, Hof, Kapelle, Garten, Pool. Schön. Jetzt bin ich da irgendwie auf einem Gang. Das ist schön. Das ist mein absoluter Hassgang. Also ich glaube, hier will ich noch nicht hin.
Ist hier denn etwas? Nö, hier ist auch nichts. Also heißt das, ich muss da hin? War da nicht... Da war doch auch gerade eine Tür, oder vertue ich mich? Nö, ich glaube, ich vertue mich. Gut. Weil hier laufen Wachen rum und diese Dinger da schießen auf uns. Und das finde ich nicht sehr lustig. Gott, nee, es ist auch noch so schön hell. Ich bin echt nicht begeistert. So, ist doch schon gleich viel dunkler. Und ich habe das Gefühl, dass hier jeden Moment eine fucking Wache rauskommt. Also ich höre auf jeden Fall eine Kamera, die sich bewegt. Ah, da ist noch so ein Schießteil. Und da ist die Wache. Ich glaube, der hat Gold. Und zwar auf dieser Seite hier. Wenn er hier durchkommt, kann ich ihn wenigstens beklauen. Wenn er hier durchkommt. Weil ich möchte ja wenigstens ein bisschen Gold haben. Jetzt kann ich euch mal eben zeigen, was wir so gekauft haben. Wir haben zwei Unsichtbarkeitstränke. Einen Beschleunigungstrank. Zwei Kameraaugen, die kein Mensch braucht. Zwei Blitzbomben. Die Dietrische sowieso. Und unser Gold. Ach, hallo. Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Und du bist gerade um dein Gehalt erleichtert worden. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ja, jetzt haben wir schon 240 Gold. Was sagt die Karte? Weil ich glaube, ich darf hier öfter auf die Karte gucken. Also ich sollte auf jeden Fall nordöstlich mich halten, glaube ich, weil diese Karte aktualisiert sich mit der Zeit. Also da steht nicht von vornherein drauf, was hier so ist, sondern die aktualisiert sich, habe ich gerade so festgestellt. Ja, kommst du zurück? Nö, bis jetzt nicht. Aber ich befürchte, dass du nicht die... No. Und ich frag noch, ob du zurückkommst. Bist du besoffen oder warum gehst du so komisch? Och Mensch, ich wollte da doch nur rein. Oh Gott, und die Türen gehen auch noch selber wieder zu. Das ist ja grauenvoll. Ja komm, mein Freund, putt, putt, putt. Ach, wie gern würde ich ihn jetzt mit dem Pfeil erschießen oder knüppeln. Ach, mich juckt es gerade richtig in den Fingern, ey. Ach, ich mag das Level nicht. Aber egal, ich glaube, das Level war... Was? Was? Wer, wie, wo? Tja, noch eine Wache. Dankeschön. Fürs Gold. Es reicht. Ja, es reicht. Richtig, sehe ich auch so, dass es reicht. Ach, du gehst da rein. Aber du kommst wahrscheinlich direkt zurück, wie ich dich kenne, ne? Gott, der läuft da auch noch rum. Gott, ey. Ich will hier nicht... Ich glaube, er kommt zurück. Ich glaube, er kommt zurück. Was zum Teufel? Nichts. Gar nichts. Beruhig dich einfach, Freund. Früher oder später finde ich dich. Ja, später wäre mir lieber, liebe Wache. Und du gehst durch die Tür und du wirst mich sowas von sehen, wirst du mich? Gott, du wirst mich sehen, du wirst mich sehen, du wirst mich sehen. Das gefällt mir gar nicht. Puh. Boah, ey, meine Fresse, ey. Boah, mach das nicht nochmal, okay? Ich hasse es. So, du bist weg. Ich will hier nur rein. Hör auf mich zu zielen, was auch immer ihr davor habt, danke. Juhu, ich bin in einem Raum. Das speichern wir doch direkt mal. Das sieht aus, als würde da Gold liegen. Aber da liegt nichts. Liegt hier was. Hallo, warum denkt ihr nicht mal mit an die armen Diebe, die hier einbrechen wollen? Ja, und da ist ein Schalter. Und das Ding möchte ich jetzt gerade irgendwie zerstören. Da habe ich gerade Lust zu. Ach ja. Na gut, wo habe ich denn jetzt hier was aufgemacht? Ach, da habe ich was aufgemacht. Ist in den anderen noch was? Was ist das? Ach, irgendeine Spitzhacke. Habt ihr hier gegenseitig Mörderspielchen gemacht oder was? Also hier scheint nichts zu sein, nein. Ah, ein Spaten. Juhu. Ja, ja, die haben hier irgendwas gemacht, was die nicht machen sollen. Gartenarbeit hier, wahrscheinlich für die Pflanzen. Ja, nee, ist klar. Ist klar. So, und jetzt bin ich in einem Geheimgang. Wo führt der mich denn hin? Wo bin ich denn? Ja, ich bin... Die Karte zeigt mir gerade an Notizen. Auf der Karte bin ich jetzt gerade nirgendwo. Ja, das ist super. Das ist super, wenn man nirgendwo ist. Ich wollte dich nicht wieder zumachen.
Ja, sonst geht's hier nicht weiter, nö. Tja, das heißt, das wird dann unser Weg sein. Und ich bin überhaupt nicht begeistert. Absolutely not. Habt ihr hier irgendwas für mich? Ah, machen wir mal wieder kaputt. Ich mach die so gerne kaputt, die Dinger. Wenn ich schon mein Schwert hier sonst nicht benutzen darf. Ah, hier steht eine tolle Werkbank. Das ist schön. Gott, ey. Ah, da sind Schalter. Und da liegt Gold. Ja, danke schön. Ach ja, ich glaube, damit mache ich die Kameras aus, ne? So, danke schön. Jetzt ist hier Ruhe im Karton. Wer auch immer jetzt hier Stress will, da liegt kein Gold mehr. Ich bin wieder auf dem tollen Gang, den ich so liebe. Was sagt die Karte? Werkstatt. Tja, die sagt Werkstatt. Oh mein Gott, ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Aha. Ich habe so das Gefühl, dass hier Wachen rumlaufen. Und ich hier nicht unbedingt sein will. Ich höre Schritte. Nein, ich will keine Scheißschritte hören. Was steht denn da? Willkommen bei Lord Gervasius öffentlicher Ausstellung alter und moderner Kunstwerke und Kuriositäten. Aha. Hier summt eine Frau. Kannst du das bitte lassen? Ich will das nicht. Da hängt noch ein Scheißzettel. Genehmigung 1609324. Lord Gervasius erhält hiermit die Genehmigung für die angesprochenen baulichen Veränderungen am Anwesen derer zu Gervasius. Die Baumaßnahmen erstrecken sich auf den Ballsaal und das dritte Stockwerk. Nicholas P. Cantarelli, staatlicher Urkundenbeamter. Urkundsbeamter, gut. Ja, hier ist, glaube ich, der Ballsaal. Ja, ich glaube ja, dass das der Ballsaal ist. Aber hier ist hoffentlich noch niemand. Nee, hier ist niemand. Und ich glaube, diese Tür ist mir nämlich sehr in Erinnerung geblieben, dass ich die schon mal aufmachen möchte. Ja, genau, die möchte ich aufmachen, weil da war nämlich mal irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Gott. Wo bist du denn? Wo bist du, mein Freund? Ich habe Angst. Oh, diese Tür. Oh, hi, da bist du. Und du siehst mich nicht. Ja, nee, ist klar. Kann ich dich noch eben schnell beklauen? Ha. Auch dich habe ich gut beklaut. Gut. Und nü? Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo ich hin will. Aber ich glaube, hier möchte ich erstmal wieder weg. Denn hier ist nicht mehr viel. Nämlich gar nichts. So, hier sind wir hergekommen. Nicht so laut. Nein, ich wurde erwischt. Nur weil ich jetzt bitte so laut die Treppe runtergegangen bin, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist bitte nicht euer Ernst. Ich war doch so gut. Och, Menno. Das finde ich ja gerade total grausam. Habe ich dich jetzt schon aufgemacht? Ja, ne? Naja gut, dann muss ich jetzt wieder ganz leise darunter. Und sowas nennen die dann erwischen. Wollt ihr mich verarschen? Dann hättet ihr mich hier, dann hätte das Level schon 1000 Mal enden müssen. Also Leute. Ich glaube, ihr spinnt. So, Garrett, langsam. Leise und langsam, bitte. Danke. Was sagt die Karte überhaupt? Ja, das ist der Ballsaal. Puh. Ja, ich möchte immer noch nordöstlich mäßig mich aufhalten. Ach, das war die Typen. Oh, ich krieg hier leichte Panikattacken. Was habe ich jetzt gesagt? Nordöstlich, also trotzdem in diese Richtung, wo wir hergekommen sind. Wohnt hier jemand? Ich möchte da gern hin. Ich höre Schritte. Und es sind nicht meine eigenen. Hallo, liebe Wache. Kommst du hier rein?
Ich freue mich nicht, dich zu sehen. Absolut nicht. Und ich hoffe, du kommst hier nicht rein. Bitte komm hier nicht rein. Ich mag dich nicht. Tu die Pfeile doch weg, Garrett. Ich bin wohl kurz eingenickt. Nee, du bist nicht eingenickt. Also ich bezweifle, dass man beim Gehen einnicken kann. Aber okay. Ja. Ich wollte das da trotzdem ausmachen. Hey, hast du das gesehen?